Schön, dass du wieder mit dabei bist bei Healthy, Fit und Confident, deinem Podcast für ein gesundes, schlankes, vitales und ganzheitlich erfolgreiches Leben. Mein Name ist Kerstin Hart und ich freue mich riesig auf die nächsten 20 Minuten mit dir. Und erstmal nochmal ein ganz großes Dankeschön an dich, dass du mir dein Vertrauen schenkst. Denn dieser Podcast ist ja für dich da und er soll dir ganz viel Kraft und Energie spenden. Der soll dich daran erinnern, dass du in dem Moment, wo du bestimmte Werkzeuge in dein Leben integrierst, die also total natürlich sind, dass dann dein Leben wieder richtig schön werden darf. Ja, und heute geht es um ein ganz wichtiges Thema, und zwar um ein Thema von meinen 4 großen Bausteinen. Und zwar heute geht es um das Thema Bewegung. Wenn du heute zum ersten Mal dabei bist, ja, es gibt noch andere Bausteine außer dem Thema der Bewegung, denn in meiner Arbeit dreht sich immer alles um das Thema Ernährung, um das Thema Gedanken, also mentales Training, wie du mit Stress umgehst, wie du dich entspannst und eben auch um das Thema Bewegung. Ja, wenn du alle diese 4 Bausteine in dein Leben und zwar in die Balance bringst, ja, das also gezielt in dein Leben integrierst, dann wird dein Leben richtig schön werden. Und das weiß ich aufgrund meiner ja mittlerweile über 20 Jahren Erfahrung in diesem Bereich. Ja, und gerade in dieser Zeit, also sind ganz, ganz viele Menschen viel zu Hause. Wir sind ja momentan in einem Light Lockdown. Also ganz viele Menschen sind zu Hause und das große Problem natürlich ist auch, das Fitnessstudios zu haben. Und viele Menschen fragen sich, naja, wenn ich jetzt eben zu Hause bin, kann ich denn da auch überhaupt Sport machen? Ist das denn überhaupt wichtig? Und vor allen Dingen, was kann man da denn schon tun? Und die ein oder anderen, dem fehlt dann auch die Motivation. Ja, und heute in diesem, ja, 20 Minuten Podcast möchte ich dir einfach mal helfen, dass du da diesen vermeintlich inneren Schweinehund überwindest und dass du sagst, alles klar. Egal, ob jetzt ein Light-Lockdown oder einen harten Lockdown oder was auch immer, es gibt immer die Möglichkeit, auch auf ein paar Quadratmetern deinen wunderbaren Körper ausreichend zu bewegen. Und heute möchte ich dir ein paar richtige Motivationstipps mit an die Hand geben, damit du es eben auch zu Hause schaffst, deinen großartigen Körper, der im Übrigen jeden Tag für dich unermüdlich arbeitet, ist übrigens dein bester Freund oder deine beste Freundin, dass du den überall trainieren kannst, egal, ja, wo du gerade stehst. Ja, und es gibt in meiner Welt so ein bisschen so 2 Lager von Menschen, ne? Die einen, die laufen immer einfach nur blind hinterher und sagen, alles klar, wenn keiner Sport macht, weil die Fitnessstudios sind ja zu, das ist ja alles so dramatisch und ist alles so schwer und ist ja alles so eine riesengroße Krise, dann können wir das auch nicht tun. Und die anderen, die sagen, jetzt erst recht. Ja, und wie wäre es denn, wenn du heute einfach sagst, okay, und das halt hängt ganz viel mit deiner Einstellung zusammen, wenn du sagst, okay, alles klar, es gibt keine Hinderungsgründe mehr, genauso wie es auch kein schlechtes Wetter gibt, es gibt nur die falsche Bekleidung, wenn man rausgehen möchte. Es gibt für dich die Möglichkeit, ausreichend Sport zu tun, auch zu Hause, wenn alles andere zu hat. Und genau diese Wahlfreiheit, selbst zu entscheiden und zu sagen, alles klar, ich kann gesund und vor allen Dingen eben auch richtig sportlich sein, eben auch zu Hause. Und ich probiere immer all meinen Coaches in meinen Seminaren, in meinen Vorträgen auch Menschen aufzuzeigen, und zwar über die Wissenschaft, wie mächtig wir wirklich sind. Denn alleine zum Beispiel durch deine Gedanken, denn alles, was du denkst, hat so einen enormen Einfluss auf deine Biochemie, also auf genau den Prozess, der dafür sorgt, welche Hormone du produzierst, welche Neurotransmitter du produzierst und so weiter. Und viele kennen das vom Placebo-Effekt. Also man nimmt an, man nimmt ein Medikament, also glaubt das, und es ist gar kein Medikament, sondern es ist nur eine Zuckerpille. Und heute weiß man, dass gerade die Einstellung, die Biochemie enorm verändert. Das heißt, in dem Moment, wo du deine Einstellung veränderst, hast du schon automatisch sofort andere Gene, die aktiviert werden, denn die kannst du ein- und ausschalten und du hast eine andere Biochemie. Also den ersten und extrem wichtigen Tipp, den ich dir geben möchte, ist, arbeite, denke antizyklisch. Und zwar genau das, was momentan jeder macht, in diesem negativen Kram drin zu stecken. Geh da raus und sag dir einfach, klar,
jetzt erst recht, denn du hast immer die Wahl und du hast immer die Möglichkeit, genau in diesem Moment dieses Ruder rumzureißen und dich komplett neu auszurichten. Und schon verändert sich eben auch die Biochemie in deinem Körper. Es gibt dann ja auch so Ausreden, ne? Und das sagt ja schon die Sprache, man redet sich quasi ins Aus. Und einer der Ausreden, die ich mir immer anhöre, ja, also wenn man zu viel Sport macht, ist ja auch ungesund, ja. Ja, der Leistungssport ist auch nicht eine gesunde Art des Sporttreibens. Und deswegen kennst du vielleicht auch den ein oder anderen Leistungssportler, von dem du schon mal gehört hast, der nach seiner Karriere eine neue Hüfte braucht, ein neues Knie. Und ist dann so ein bisschen wie so eine Ersatzteillagergeschichte. Und ich rede natürlich auch nicht vom Leistungssport, aber wer gar keinen Sport macht, der lebt eben auch auf dünnem Eis. Und das ist natürlich genauso ungesund. Also dein Motto, lass die Ausreden weg und sag dir jetzt erst recht. Und das ist so ein bisschen auch wie bei der Börse. Hast du schon mal mit Leuten dich unterhalten und hast die mal gefragt, wenn sie sich auskennen mit der Börse, wann die denn schlussendlich investieren? Immer antizyklisch. Und zwar dann, wenn alle rausgehen und irgendwie alle in irgendeiner Form verkaufen, gibt es ganz viele, die kaufen nach, weil dann die Aktien günstiger werden. Also antizyklisch bedeutet in dem Moment eben auch, dass das eine ganz schön clevere Idee ist, in genau die Kuhle reinzuspringen, sag ich jetzt mal, die eben noch nicht besetzt ist, die offen ist, um zu sagen, hey, und jetzt mache ich das bewusst. Und zwar genau in dieser Zeit, wo alle in dieser destruktiven, negativen Energie sind. Genau in der Zeit, wo statistisch gesehen die Leute 7 Kilogramm im Durchschnitt zugenommen haben in dieser Corona-Zeit, fängst du an zu sagen, hey, das ist meine Zeit, um richtig fit zu werden. Das ist meine Zeit, um richtig gesund zu werden. Das ist meine Zeit, um ein komplett neues, großartiges, gesundes Programm im Unterbewusstsein aufzubauen, was du dann auch komplett einfach und leicht abrufen kannst, ja. Und ich möchte dir mal eine Geschichte von mir erzählen, bevor ich dir hier die besten Tipps von mir mit auf den Weg gebe, wie du das für dich einfach umstellen kannst und wie du die Motivation aufrechterhalten kannst, eben auch in so einem Lockdown oder Light-Lockdown oder was auch immer, um dann schlussendlich gesünder zu werden, beziehungsweise vielleicht auch zu bleiben und um schlussendlich eben auch deinen Sport wirklich in deinen Alltag zu integrieren. Mein Mann Marco und ich, wir sind ja absolut leidenschaftliche Taucher. Also wir lieben es zu tauchen. Und da es ja leider so ist, dass die Meere extrem überfischt sind, sind meine absoluten Lieblingstiere, und zwar die Haie, eben auch noch ganz, ganz, ganz schwer zu finden. Ja, und wir fliegen teilweise um die gesamte Welt, um dann an die entlegensten Tauchgebiete zu kommen, wo man eventuell noch die restlichen, also kleine Populationen von den großartigen Haien sehen kann. Und ja, gut, momentan geht es natürlich nicht wegen dieser ganzen Geschichte, aber ich möchte dir von meinem Tauchurlaub erzählen, und zwar nicht nur von einem, sondern so wie ich das immer mache, wenn wir auf sogenannten Tauchschiffen sind. Und wenn du auf so einem Tauchschiff bist, dann bist du 10 Tage lang mitten auf dem Ozean und du bist wirklich, im Englischen sagt man, in the middle of nowhere, also da, wo wirklich kein Mensch ist. Und dort springst du dann ins Wasser, weil dort eben verschiedene Strömungen zusammenkommen, wo es eben noch die Möglichkeit gibt, bestimmte Haiarten zu sehen. Und du kannst dir sicherlich vorstellen, dass auf so einem Tauchschiff ist a, wenig Platz und zum anderen ist es natürlich auch so, dass das Essen dort, wenn du es, und jetzt kommt schon ein klitzekleines Zauberwort, ja, wenn du es nicht vorher planst und antizipierst, nicht immer das Gesündeste ist. Und weißt du, ein Springseil habe ich immer mit dabei. Und in dem Moment, wo ich dann tauche, verbrauche ich natürlich auch eine Menge an Energie. Aber mein Herz-Kreislauf-Training, das kommt natürlich da komplett zu kurz. Das heißt, mein Ausdauertraining. Und ich erinnere mich immer mit totaler Freude in meinem Herzen an die Momente zurück auf jedem Tauchschiff, wo ich bis jetzt war, wo ich teilweise mitten im Pazifik unterwegs war.
und bin morgens um 5.30 Uhr aufgestanden bei Sonnenaufgang, bevor alle anderen wach waren, mit meinem Springseil oben an Deck und habe erstmal meine 10 Minuten mein Ausdauertraining gemacht, dann habe ich meine GKÖs, meine Ganzkörperübungen gemacht und habe mich einfach fit und sensationell gefühlt für den Tag. Und auch da ist es so, da gibt es ja im Übrigen auch schon Podcasts von mir, dass gerade was das Thema Essen betrifft, in dem Moment, wo du das vorher etwas planst, in dem Moment, wo du, egal wo du gerade unterwegs bist, und bei mir ist es dann zum Beispiel auch Indonesien, wo wir in Komodo waren, dann habe ich im Vorfeld einfach dem Schiff eine E-Mail geschrieben und habe gefragt, hey, habt ihr Kokosmilch da? Klar, das haben die da. Könnt ihr frische Früchte für mich mitbringen? Und zwar gerade am Morgen auf dem Tauchschiff, um das zu frühstücken. Ja, das können sie auch. Da habe ich noch mal 1-2 E-Mails danach geschickt, ob das sicher der Fall ist. Klar, weil das sind Südfrüchte, das haben die da. Und dann habe ich mir von zu Hause einfach meine kompletten Saatenmischungen mitgebracht. Also der Marco und ich, wir gehörten dann zu dieser klitzekleinen Gruppe. Wir waren nämlich die Einzigen, die sich super gesund ernährt haben, weil wir morgens die frischen Früchte hatten. Wir haben die leckere Kokosmilch gehabt. Wir hatten dann einfach unsere Saatenmischung von zu Hause mitgebracht. Und alle anderen, die haben morgens ihren Toast gegessen. Da jagst du deinen Blutzuckerspiegel nach oben und haben die Marmelade da drauf gepinselt. So, ich wurde immer fitter, immer gesünder. Es ging mir noch besser, wobei noch gesünder geht ja kaum. Naja, also ich sag mal so, es war einfach so, dass ich meine Lebenskraft einfach erhalten hatte und war natürlich auch total gut drauf und das jeden Tag. Und gerade auch am Mittag, wenn du denen im Vorfeld eine E-Mail schreibst und du hast ganz viel Gemüse mit dabei, haben die natürlich auch gerade in Indonesien, haben die Tempeh, fermentiertes Soja und so weiter. Aber, und das ist dieses absolute Zauberwort, du musst dir, und das ist auch wichtig jetzt für dein Vorhaben, du musst dir Gedanken machen und zwar im Vorfeld, du darfst antizipieren im Vorfeld, du darfst es planen und dann gehst du mit der totalen Motivation und zwar genau in diesen Prozess rein. Und dann funktioniert das auch und dann hast du eben auch deinen Erfolg. Und einen ganz wichtigen Tipp, den ich dir jetzt noch mit auf den Weg geben möchte, ist, ja, du gehörst dann zu einem anderen Lager, also dieses mach es anders wie alle anderen und hör auf, in irgendeiner Form Ausreden aufzubauen, sondern mache auch ganz bewusst eins, halte dir das Warum sowas von groß und mächtig vor deinen Augen, also geh da gezielt rein. Und das Warum für Sport und Bewegung ist genau das, was wir jetzt alle brauchen. Das heißt, die Entzündungsfaktoren zum Beispiel durch Sport und Bewegung, wenn du das täglich tust, die gehen komplett zurück. Die ganzen Zivilisationserkrankungen, Diabetes Typ 2, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und so weiter, werden durch tägliche Bewegung komplett eben geheilt. Also nicht komplett, also ausschließlich, aber du tust eben eine ganze Menge dafür, um deinen Körper wieder in einen richtig guten Zustand zu bringen, dass sowas erst gar nicht auftaucht oder wenn du es eben schon hast, dass du es eben gezielt reduzieren kannst. Du bringst deine Hormone ins Gleichgewicht, denn es gibt kaum etwas, was so einen unfassbaren Einfluss auf deine Hormone hat, wie eben Bewegung. Und warum? Weil durch Bewegung fängst du eben an, Adrenalin und das Langzeitstresshormon Cortisol komplett abzubauen. Und das eben ganz gezielt. Und noch besser wäre es, wenn du das eben draußen machst, an der frischen Luft. Das heißt, durch Bewegung baust du Stress ab, du bringst deine Hormone ins Gleichgewicht, aber du baust natürlich auch deine Immunzellen auf. Heute weiß man, dass Menschen, die sich bewegen, die haben kurze Zeit später, es sei denn, du übertreibst es und überforderst dich, hast du natürlich eine viel, viel bessere Immunabwehr. Du baust Fett ab, deine Mitochondrien, die Kraftwerke in den Zellen baust du auf und du reaktivierst eben auch deinen Stoffwechsel. Ja. Also, es gibt so viele Faktoren und das darfst du dir jetzt, das musst du dir jetzt vor Augen führen. Also dein Warum muss immer in deinem Kopf sein. Und wenn du jetzt zu diesen Sportmuffeln gehörst und sagst, ich mag Sport nicht und ich habe Sport noch nie gemocht und ich mag das gar nicht und so weiter. Ja,
es war vielleicht so ein bisschen in der Steinzeit so eine Idee zu sagen, ja, ja, man geht so in dieses Steinzeit-Energiesparprogramm rein, so nach dem Motto, wer sich zu viel bewegt, verbraucht eben zu viel Energie. Und wenn dann eine Notzeit kommt, ja, dann wird's eng, weil dann gehen wir alle über die Wupper. Problem ist nur, dass dieses Steinzeit-Energiesparprogramm, das gibt's nicht mehr. Und deswegen halte dir das vor Augen und sag dir, hey, du wirst noch schöner, noch vitaler und einfach noch besser in deinem Kopf und klarer. Denn auch dein Gehirn braucht diese Bewegung. Und ich sag mal, die tollste Festplatte zwischen deinen Ohren bringt dir gar nichts, wenn die nicht durchblutet wird. Ja? Also, und jetzt kommen meine eben Best-of-Motivationspunkte für dich, damit du eben auch zu Hause richtig fit und gesund werden oder bleiben kannst. So, das Erste, ich habe es schon gesagt, veränder deine Einstellung. Keine Ausreden mehr, raus aus diesen ganzen Ausredenprogrammen und schreib dir gerne mal deine Ausreden auf. Und wenn du deine 7, 8, 9, 10 Ausreden eben mal aufgeschrieben hast, dann transformiere deine Ausreden vom Negativen in das Positive. Also Beispiel Ausrede ist, naja, Leistungssport ist ja auch ungesund und das Sport ist ja Mord, so nach dem Motto. Dann transformiere das und schreib dir auf, Sport ist gesund. Und in dem Moment, wo so eine Ausrede bei dir kommt, ja, Leistungssport ist ja auch ungesund, dann sage dir, hey, aber du betreibst doch keinen Leistungssport. Deswegen Motivation direkt geradeaus nach vorne. Dein Warum muss klar sein. Schreibe dir die Gründe auf, halte sie dir vor Augen und sag dir in dem Moment, alles klar, das will ich unbedingt für meinen Körper tun. Ja? Und schreib dir dein Ziel auf. Und zwar, und das ist meine Motivation für dich. Schreib dir auf, dass du täglich 15 Minuten, und zwar jeden Tag, 7 Tage die Woche, jeden Tag 15 Minuten zu Hause deine Übungen machst. Und dieses Ziel hängst du dir gut sichtbar an den Kühlschrank. Das heißt, du hast dir im Vorfeld Gedanken gemacht, dein Ziel hängt gut sichtbar an deinem Kühlschrank und jetzt gehe, und das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, gehe einen Deal ein mit deinem Unterbewusstsein. Denn dein Unterbewusstsein ist dein Buddy, das ist dein bester Freund, deine beste Freundin. Wenn du deinem Unterbewusstsein 4 bis 6 Wochen lang jeden Tag diesen Impuls gibst, 15 Minuten, übernimmt nach 4 bis 6 Wochen dein Unterbewusstsein für dich diesen Job und sagt, alles klar, jetzt habe ich es kapiert und dann fehlt dir etwas. Das ist dieses Zauberwort von Gewohnheit, aber eben im positiven Sinne. Lass also keinen einzigen Tag aus. Jeden Tag 15 Minuten. Und wenn du es vergessen hast, weil du von der Arbeit nach Hause kommst oder weil du irgendwie den ganzen Tag mit deinen Kindern aktiv warst oder wie auch immer, dann mach es abends. Du gehst nicht ins Bett, bevor du nicht diese 15 Minuten gemacht hast. Ja, das ist so unglaublich wichtig, weil dass du eben auch lernst, diese, ja, ich sag jetzt mal, Gewohnheit zu Gewohnheit werden zu lassen. Also das heißt, diese Disziplin aufzubauen, dass du es wirklich für dich, nur für dich, in dem Moment eben auch aufgebaut hast, weil du es eben dann auch gut und gezielt abrufen kannst. Und etwas, was so ein unfassbar mächtiges Instrument ist, und es ist so ein großartiges Instrument, was immer noch leider die wenigsten Menschen benutzen, ist dieses Instrument der Visualisierung. Fange an, dich hinzusetzen. Stell dir vor, wie fühlt sich das an, wenn du draußen zum Beispiel vom Walken, vom Joggen, vom Fahrradfahren kommst, mit von mir aus roten Bäckchen, jetzt sind wir gerade in der Winterzeit, ja, gut durchblutet. Wie fühlt sich das an? Wie fühlt sich das an, wenn du jeden Tag deine 15 Minuten Kraftübungen gemacht hast für deinen gesamten Körper? Wie fühlst du dich in dem Moment? Und das natürlich positiv gesehen. Das heißt, nutze die Kraft der Bilder, um dich da visuell zu motivieren. Und etwas, was so viele Menschen jeden Tag tun, ist, sie gehen bewusst in die Gemeinschaft, weil wir brauchen andere Menschen. Wir sind keine Einzelgänger. Der Mensch ist wahrscheinlich das einzige Wesen auf diesem Planeten. Gut, ich kenne mich jetzt mit der Tierwelt nicht so 100% gut aus, ja. Was ohne andere Menschen definitiv nicht überlebensfähig ist.
Ja, und jetzt überleg dir das mal. Alleine so ein kleines Kind, ja, ich würde mal sagen, bis zum dritten Lebensjahr ist es total abhängig von Mama und Papa. In der Tierwelt ist es so, dass Kinder auf die Welt gebracht werden, in dem Fall, was weiß ich, auch zum Beispiel, um bei meinem Lieblingstier zu bleiben, kleine Haie. Und die können sofort selbstständig aktiv werden. Also wir brauchen die Gemeinschaft. Wir brauchen die Gemeinschaft. Deswegen such dir Sport, Verbündete. Treff dich draußen mit anderen Menschen. Und dann kannst du eben auch draußen deine Übungen machen, wenn du das möchtest. Ja? Und jetzt ist es total wichtig. Mach dir diesen Plan für 4 bis 6 Wochen. Schreib dir also, wie ich es eben gesagt habe, an den Kühlschrank täglich 15 Minuten Übungen. Nimm dir das ganz gezielt vor und nochmal dieses Bild nebendran hängen. Und jetzt hakst du das jeden Tag ab. Und wenn du das gemacht hast, dann belohne dich, indem du dir gut zusprichst und sagst, das hast du großartig gemacht. Fang an, deine Ausreden, also dieses Reden ins Aus, ja, zu beobachten. Also das heißt in dem Moment eben auch mit dir auch so ein bisschen kritisch ins Gericht zu gehen und zu sagen, oh, jetzt kommt wieder dieses Geblabber zwischen meinen Ohren. Aber schenk dem einfach keine Beachtung, weil das ist die alte Gewohnheit und die darf transformiert werden in eine neue Gewohnheit. Und ja, auf 15 Minuten jeden Tag Ganzkörperübungen mit deinem eigenen Körpergewicht. Dafür brauchst du kein Fitnessstudio, du brauchst keine Hantel, du brauchst gar nichts dafür. Bringen richtig viel. Und wenn du dann draußen 15 Minuten noch ein leichtes Ausdauertraining machst, je nachdem wie fit du bist, ja, ob du jetzt walkst, weil du eben noch nicht so fit bist, ob du jetzt leichtes Joggen machst oder ob du Nordic Walking machst oder ob du ja auch gerne draußen auf deinem Fahrrad durch die Gegend fährst, ist in dem Moment vollkommen egal, aber fange eben klein an und dann steigere dich in dem Moment. 15 Minuten Ausdauertraining draußen, 15 Minuten tägliches Training drinnen über Kraftübung oder draußen, wenn du die Übung eben auch draußen machen kannst, sind natürlich optimal. Und was passiert dann nach 6 Wochen? Dann hast du es geschafft. Dann hast du diese Gewohnheit aufgebaut und du fühlst dich besser. Und dann bist du stolz auf dich. Dann blickst du zurück und siehst dein, ich sag jetzt mal, Trainingstagebuch beziehungsweise eben dein Motivationstrainingstagebuch, blickst da drauf und sagst dir, wow, ich habe das hingekriegt und ich habe das geschafft. Und weißt du, du bist nicht alleine. Es gibt so viele Menschen momentan, denen es nicht gut geht. Und wie ich es am Anfang von diesem Podcast gesagt habe, jetzt erst recht ist das Motto. Nicht, ich sitze zu Hause, grab mich ein, bin destruktiv, nehme genauso viel zu wie alle anderen im Schnitt durch Corona, nämlich 7 Kilo, wie ich es dir vorhin gesagt habe, das ist Statistik. Und die Entzündungsfaktoren gehen noch weiter nach oben und so weiter. Nein, jetzt erst recht. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, wo du dieses Rad in die neue Richtung drehen kannst. Und so wie ich es dir beschrieben habe, wie ich das mache, wenn ich mit meinen, ja, in meinen Tauchurlauben bin und bin alleine, ja, auf dem Tauchschiff mit tollen anderen Menschen und bin weder in einem Fitnessstudio noch bin ich irgendwo, was weiß ich, auf einem Festland. Auch da schaffe ich es, meinen wunderbaren Körper ausreichend zu trainieren, mich gesund zu ernähren. Und es geht immer. Du darfst aber lernen, ein bisschen zu planen und eben zu antizipieren. So, und wenn ich dir dabei helfen darf und du sagst, alles klar, die Kerstin darf mich jetzt ein bisschen motivieren, dann folg mir auf jeden Fall auf Instagram, da findest du ganz, ganz viele Stories von mir eben auch. Dann siehst du, wie ich zum Beispiel trainiere und du siehst, wie ich draußen bei Wind und Wetter, ja, durch den Wald renne, auch mit kurzen Hosen, weil ich liebe ja das Kältetraining. Du siehst mich eben auch, wie ich das mache mit den ganzen Übungen. Aber bitte vergleich dich nicht mit mir. Ich habe nämlich schon öfter gehört von großartigen Menschen, die sagen, mein Gott, Kerstin, was du da für Übungen machst, ich bin ja da schon ein bisschen advanced, also ein bisschen fortgeschritten. Und wenn dich das motiviert, ja, dann schreib mir einfach, bleib dran. Und es gibt auch in meinem YouTube-Kanal übrigens ganz viele tolle Übungen. Und da hast du auch ganz viele tolle Anleitungen, wie du eben zu Hause für dich alleine trainieren kannst. Das gibt's auch. Schau da einfach mal drin vorbei. Und ich werde in den nächsten 2 Wochen, darfst du dich drauf freuen, dann abonnier doch einfach meinen YouTube-Kanal, dann findest du das oder folg mir auf Instagram. Ich werde ein Trainingsprogramm erstellen für draußen. Und zwar, dass du draußen in jeder Parkbank alle deine wunderbaren, tollen Muskelgruppen eben auch trainieren kannst.
Dann heißt es nämlich auch, dass du bei Wind und Wetter dein komplettes Programm draußen machen kannst, wenn du das möchtest. Ja, so, und jetzt wünsche ich dir einen wunderschönen Tag mit ganz viel Motivation. Und ich freue mich drauf, wenn du diesen Podcast an ganz, ganz viele Menschen weiterempfiehlst, ja, die so ein bisschen sportmuffelig zu Hause sitzen und haben so eine Ausrede nach der anderen. Oder wenn du vielleicht so einen Trainingsbuddy hast, wo du sagst, oh, mit der oder mit dem würde ich super gerne dieses Programm starten. Und ja, dann schick dem oder derjenigen doch einfach diesen Podcast und sag, du, wann fangen wir einfach an? Und wenn du Lust hast, mir dann die Bilder zu schicken von deiner Motivation, die vielleicht am Kühlschrank hängt mit deinem Plan, würde ich mich riesig freuen. Ja, in diesem Sinne nochmal wünsche ich nur dir und vor allen Dingen auch deiner Motivation nur das allerbeste. Glaube an dich, behandle deinen Körper richtig gut. Du hast es verdient, richtig fit und gesund zu sein. Das fühlt sich nicht nur großartig an, sondern es ist gerade jetzt in dieser Zeit unglaublich wichtig. Alles Liebe für dich, deine Kerstin.